Come on, Douchebag, let's get in there and get the stick of truth. Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei South Park, der Stick of Truth. Und wir betreten die vierte Klasse. Back away from the desk, Jew King. The stick doesn't belong with a fat, racist liar. All right, Cal, you fucking asked for it. Go ahead and kick his ass, Douchebag. New Kid, Cartman is using you, can't you see it? He's a manipulator. You're just jealous because the new kid picked me as a friend over you, Cal. You've got one last chance, new kid. Turn around and fight Cartman instead. Do the right thing. Don't let him Jew wash your brain, new kid. Attack him! Now! Make him shut up! It's not me you should be fighting, it's him. So pick a side. Kick his ass, douchebag. I can't believe this is even a choice. Okay, wir sollen jetzt also Cartman oder Kyle angreifen. Ich greife Jimmy an. You're too good a person to be working for Cartman. Don't listen to them, douchebag. No, you aren't. Er spielt einfach mal mit seinem iPhone in einem epischen Kampf zwischen Elfen und keine Ahnung, was die anderen sein sollen. Ich muss erstmal kurz einen Schluck trinken, ich bin gleich wieder da. You have a very interesting choice to make, douchebag. Ah, so, da bin ich wieder. Das hat gut getan. I know you'll make the right decision. Das hat gut getan, einen Schluck zu trinken. Und wir greifen einfach jetzt Kyle an, weil wir auf Cartmans Seite sind. Kid. Don't you know who you're dealing with? Was, ich soll alleine gegen Kyle kämpfen? Nein! Okay, I kick the baby! Don't kick the goddamn baby! Oh, 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 oh! Yay! Haha! Erfolgreich abgewehrt! Alter, lässt sich nicht betäuben? You're staying planted! Nein! Aua! Lass das, Kyle! Okay, wir werden ja wohl Kyle besiegen. Das kann ja nicht so schwer sein. Der muss doch irgendwann mal betäubt sein. Gibt's doch nicht, dass er sich nicht betäuben lässt? Kick the baby! Ach, nicht schon wieder. Kick the baby! So, dann greife ich dich eben mal mit meinem Schwert an. So, wenigstens brennt er jetzt erstmal. Kyle hat keine Chance gegen uns. Ach, ich finde das gerade mega witzig. Drücken! Los! Los! Alter, Finne! Oh. Ja! The evil Jew elf has been defeated! Great job, new kid. Goth kids, take the stick from inside his desk. Victory is ours! Hey, wait a minute. Our desks don't have insides. What? Desks at the school just have tabletops. No, but Twitter said that... Look over here. This desk has writing on it. Check my locker. Whose desk is that? That's Clyde's desk. Greetings, humans and drow elves of Zaron. Clyde! He took the stick! While you've all been busy fighting amongst yourselves, I have built a kingdom beyond your comprehension. I prayed for a way to destroy you all, and the solution came crashing down from the heavens. Oh no, it's more of that green stuff! With what I have found, I shall raise an army of the dead! I shall raise an entire army of darkness and kill the Earth! Clyde, but why? I banished him to be lost in space and time, and now he's all pissed off. So you see, fools, I control the stick and the future of the Earth! Clyde, do you want a sandwich? Not now, Dad. I'm making a Ruler of Darkness video.
Whoever controls the stick controls the universe. And my first deed is that I hereby denounce the human and the elf kingdoms and strip both kings of all their power. Motherfucker! Dino. Oh, hello, boys. Can we speak to Clyde, please? Oh, Clyde's out playing in the backyard with his little friends. Come and get it, losers! You can't do that, Clyde! You're lost in time and space! No, I'm not. Yeah, you are, asshole! Army of Darkness, defend the fortress! Craig! Craig, you're on my side! You don't have authority anymore. The Keeper of the Stick said so. This can't be happening. God damn it, I have fucking authority! Sorry, warriors and wizards. I'd love to invite you into my Fortress of Darkness, but I'm afraid you're too late. Too late? What do you mean we're too late? There you are, Butters. Do you know what time it is, mister? It is way past your bedtime. Oh, shit, it's past our bedtime? Dude, I'm gonna get it. Clyde, it's past your bedtime. Okay, coming, Dad. Ja, mir fehlen gerade die Worte dafür. Aufwertung verfügbar, das machen wir doch gleich mal. Fähigkeiten. Ja, was nehmen wir denn mal? Verursacht Zusatzschaden. Wir können auch erstmal hier das verbessern. So. Geh zurück nach Hause. Ja, das mache ich jetzt gleich und dann erstmal noch schnell im Inventar. Wir können jetzt eine super Waffe anlegen. Da muss ich jetzt erstmal schnell das hier wieder alles entfernen. So, und wir legen uns die Schweinebärmann-Klaue an. Und werden sie natürlich auch ändern, und zwar mit Level 8, Level 5. Level 8 fügt 50 Frostschaden hinzu, 50 Feuerschaden. Ich glaube, wir bleiben mal bei dem Feuerschaden. So, eine brennende Schweinebärmann-Klaue, das ist immer schön. Elfischer Kurzbogen. Wir bräuchten eigentlich mal eine bessere Fernkampfwaffe. Irgendwie bringt's das alles nicht so richtig. Du hältst 3 MP, aha, ja, schön. Okay, gehen wir mal zurück nach Hause. Hä? Ich bin noch zu Hause. Oder etwa nicht? Ist das nicht mein Zuhause? Ach so, geh zurück nach Hause. Okay, dann machen wir das mal schnell. Und dann... Alter, was ist denn hier passiert? So, meine Eltern fanden... Double Du steht dort. Alter, was ist denn hier passiert? Was ist denn hier passiert, Mann? Und da glänzt es. Kann ich da vielleicht etwas... Aha. Okay, das ist, glaube ich, nicht mein Zuhause. Mein Zuhause ist, glaube ich, weiter nach rechts, wenn mich nicht alles täuscht. Und meine Eltern sind bestimmt stocksauer, weil ich so spät nach Hause komme. Und dann auch noch mit... There you are! We've been looking all over for you! Do you know how late it is? You are grounded! Nein, kein Hausarrest! Ich hasse Hausarrest. Now I want you to go to bed and think about what you've done. Na geil. So, haben wir hier irgendwie eine starke Waffe oder so im Lager? Nö, haben wir nicht. Aber wir könnten mal die ganzen kleinen Kram könnten wir mal ablegen. Zum Beispiel das da, das da. Das braucht ja alles kein Mensch.
So, die Feinheiten, die lassen wir alle mal mit dabei. Waffenaufsätze, können wir mal alles hier... Du hast mich mindestens Level 7... Nein, verdammt! Wo habe ich das jetzt hin? Zombiefleisch nehme ich mal mit. Hab ich das abgelegt gehabt? War das das? Ich weiß es nicht. Bin verwirrt. Level 4. Kostümflicken. Ach so, die sollte ich auch mal anlegen. Fällt mir gerade auf. Wir können ja auch unsere Kostüme, glaube ich, ändern. Tatsache. Versuch, also 10% mehr Zeit, der maximal MP Angriffe mit Nahkampfwaffen 55 zusätzlichen Schaden zu. Du, wenn du Schockschaden zufügst, aha. Okay. Ich glaube, wir machen das dort. Dann können wir hier natürlich... Nein. Ach, das können wir nicht ändern. Aber die Handschuhe können wir noch ändern. Und zwar machen wir da mal... Distanzwaffen fügen 40 mehr Schaden zu. Gut. Und dann können wir jetzt, glaube ich, eigentlich schlafen gehen, weil jetzt würde, glaube ich, nicht mehr so viel passieren. Good night, my little gumdrop. Hope you're enjoying all the peace and quiet in our new home as much as we are. Gute Nacht, Mama. Oh nein, Angriff der Unterhosenwichtel! Greifen die mich irgendwie gerade an, oder? Alter, wie viel Schaden macht denn die Klaue? Give me your underpants right now or you're fucking dead. Ich trete dir in die Eier. Alter, was machen die denn bitte? So, greif erstmal dich an. Aua! Du blöder Wichtel! Was hab ich dir denn getan, dass du mich angreifst? So. Holy shit, run! Wie geil! Wir sind klein! Alter, krass! Okay, wie es weitergeht, das erfahrt ihr dann natürlich in der nächsten Folge, meine lieben Freunde. Bergarbeiter, was macht das denn? Aha, steigert Max TP um 10%. Okay. Wie es weitergeht, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss!